Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Quint E, dein Podcast für mehr Lebensqualität mit Beatrice Bürger. Spezialwissen, Lebenstipps und Interviews mit interessanten und hochbetagten Menschen. Tauche ein in Lebensgeschichten, lerne aus Erfahrung, lausche Weisheiten und nimm dir die Quintessenz für dein Leben mit. Einen wunderschönen guten Tag und guten Morgen. Wir haben es jetzt 10.05 Uhr und ich habe heute im Interview Amira. Hallo Amira. Guten Morgen. Ich freue mich ganz doll, weil ja, wir kennen uns jetzt ein paar Monate und ich bin so froh, dass du im Interview jetzt mit mir bist, dass du Lust hast, dabei zu sein. Vielleicht ganz kurz, um unsere Zuschauer und unsere Zuhörer abzuholen. Dein ursprünglicher Name ist ja Susanne Reh. Ich habe dich nur unter dem Namen Amira kennengelernt und für mich, ja, wir haben uns kennengelernt in einem Coaching, wo wir mittlerweile ja immer noch sind und ich bin total dankbar dafür, dass ihr so eine positive, wie sage ich das denn? Ihr habt eine ganz positive Ausstrahlung. Du und dein Mann, ihr seid beide in dem Coaching und ihr habt auch noch einen Sohn. Und ja, du bist, jetzt muss ich ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Ich bin ja vorbereitet, aber wie ihr seht, ich bin spontan. Ich zauber mir alles aus dem Ärmel. Du hast ursprünglich BWL studiert und da auch gearbeitet. Und du hast Heilpraktikerin für Psychotherapie gelernt und arbeitest darin. Im Internet konnte ich ja so ein bisschen recherchieren. Da sieht man auch, dass deine Internetseite Susanne Reh heißt. Und ja, Unabhängig jetzt vom Namen, was du mir bitte, bitte erklären magst, finde ich deine Art und Weise, wie du mit den Menschen umgehst, also wir als Gruppe auch, finde ich total angenehm. Also herzlich willkommen bei mir hier im Podcast Quintessenz. Und ja, wer bist du? Wer ist Amira? Danke dir, Beatrice. Es ist ganz lieb von dir, dass du mich heute interviewst. Ich habe da schon großen, bisschen aufgeregt bin ich und ich merke, wow, spannend. Das erste Mal, dass ich sowas mache. Und danke, dass du mich da durchführst. Sehr gerne. Das ist eine spannende Frage. Wer ist Amira? Ich bin da selber dabei, das noch herauszufinden. Ich habe mich ja vor jetzt knapp 3,5 Jahren auf den Weg gemacht und meine zweite Ausbildung gemacht, nämlich den Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist mein Herzensweg. Und auf diesem Wege macht man ja vielfältige Erfahrungen, auch mit seiner eigenen Psyche. Und da war eine Grundfrage, wer bin ich eigentlich? Weil man hat so alle möglichen Rollen und Konzepte und Ideen von sich. Ich bin Mama, mein Sohn ist jetzt 14, ich bin Frau meines geliebten Mannes, ich bin Geliebte, ich bin Unternehmerin, ich bin Chefin, ich bin Führungskraft, ich bin Schwiegertochter, ich bin Tochter, ich bin Schwester. Ja, aber im tiefsten Herzkern, wer ist die da Susanne hieß irgendwann mal? Und der Name Susanne macht ja schon was, der hat eine Bedeutung. Und wenn die Eltern einem den Namen geben, dann haben die Vorstellungen von diesem Namen, wer ist Susanne? Und das überträgt sich ja sofort. Und irgendwann im Laufe meiner Ausbildung kam der Wunsch, ich möchte gerne einen neuen Namen haben. Und ich hatte sehr viel Vertrauen zu meiner Ausbilderin und habe die schon vor ungefähr einem Jahr gebeten, kannst du mir bitte einen neuen Namen geben? Und im Juni diesen Jahres war es dann soweit, da hat sie sich auch bereit gefühlt, das zu tun. Denn das ist ja auch wie eine Initiation, ein sehr spezieller Vorgang und sehr tiefgehendes Ereignis. Und es kam der Name Amira.
Sehr interessant. Das heißt, jemand Fremdes, in Anführungsstrichen, hat dir einen neuen Namen gegeben. Wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr, ja, wie hat sich das entwickelt und wie hast du das dann auch angenommen? Also erstmal hatte ich ja den Ruf nach einem neuen Namen. Also das kam aus mir heraus. Ich weiß gar nicht, was da gerufen hat. Ich glaube, das war dieser Ruf nach, ich finde heraus, wer ich wirklich bin. Wer bin ich fern aller Rollen, die mir irgendwann mal gegeben wurden und die ich mir selbst auch genommen habe. Und das ist ein sehr spannender Prozess. Also erstmal der Name Amira, der hat natürlich eine Bedeutung. Und im Rahmen dieser Namensgebung ist es so, dass es quasi ein Potenzial unterstützt, das in einem wohnt. Und ja, und das wird sich zeigen. Voll schön. Und das zeigt sich auch jetzt, wenn ich sehe, okay, dass du ursprünglich BWL studiert hast und auch in dem Bereich gearbeitet hast und ja mittlerweile etwas völlig anderes machst. Ja, total. Und dieses völlig andere, das war eigentlich schon immer da. Ich habe immer Menschen unterstützt. Ich habe immer geholfen. Ich habe immer beraten. Ich habe immer versucht, da hineinzusehen und was und zu schauen, was ist denn da, was kann ich tun, welche Tipps kann ich geben, dass diese Person, die da jetzt mit einem Thema vor mir steht, damit besser umgehen kann und das auch für sich handeln und dadurch wachsen kann. Ja, und das ist total spannend. Also eine meiner Lieblingstätigkeiten war, wenn meine Mitarbeiterinnen Fragen hatten und Themen hatten und die kamen ganz, ganz oft zu mir, auch mit sehr persönlichen Dingen, diese dann zu unterstützen. Das ist etwas, das mich wirklich mit großer Freude erfüllt hat. Und ich habe gemerkt, das ist mein Weg und so hat sich dann auch mein Leben geändert. Voll schön. Magst du mal ein Beispiel geben? Ein Beispiel wofür? Ein authentisches Beispiel, wo jemand zu dir kam und ihr gemeinsam ja Inspiration und etwas bewegt habt. Es hat sich was verändert, positiv. Oh mei, puh, der Talk fällt mir da jetzt, warte mal, da muss ich wirklich nachdenken, weil so viele waren. Eine Mitarbeiterin zum Beispiel war einfach unglücklich. Und der war aber auch unglücklich in ihrer Tätigkeit bei uns. Der habe ich dann gesagt, du musst das tun, was dich befriedigt, was dir Spaß macht. Und ich habe sie gehen lassen. Und das hat sie, das war wirklich wie ein Flügel geben. Da waren so viele Beispiele. Ich denke drüber nach, wenn mir noch was einfällt, dann komme ich nochmal drauf zurück. Aber das ist ja schon mal ein super Beispiel, wenn du sagst, sie war unglücklich und vor allen Dingen auch mit der Arbeit bei dir, dass du sie mit einem guten Gefühl hast gehen lassen. Ich glaube, das können nicht viele. Ja, weißt du, das ist so sein. Also, das ist ein super Beispiel. Ich finde, es sollte so sein, weil jeder kann nur dann wirklich das geben, was er zu geben hat, wenn er mit dem, was er tut, wirklich happy ist, ja, und so war es am Ende bei mir auch, muss ich sagen. Ich habe dann gemerkt, es ist Zeit, meine Unternehmen wirklich gehen zu lassen. Die Zeit war vorbei, ich war nicht mehr glücklich. Das war irgendwie so vorhergeschoben quasi schon. Ich lasse erst die Mitarbeiterin gehen und entscheide mich dann selbst, das auch zu lassen. Ja, das ist spannend. Und wie lange ist das her? Also wir haben jetzt letztendlich, ich sage wir, weil das ja immer ein gemeinsamer Entschluss ist, mein Mann und ich, wobei ich da jetzt wirklich die treibende Kraft war. Wir haben die Geschäfte im Mai diesen Jahres verkauft. Das war ein großer Schritt. Ich glaube, das war ziemlich mutig. Da würde ich gern mal tiefer reingehen. Wie ist dieser Prozess bei euch als Paar
vonstatten gegangen? Wie war es vorher? Was war der ausschlaggebende Punkt, wo ihr es dann letztendlich gemacht habt? Weil so ein bisschen habe ich ja schon erfahren im Vorgespräch. Wir kennen es ja dann doch schon ein paar Tage. Und dann hattest du mir mal erzählt, dass es letztendlich ganz schön lange gedauert hat, ehe ihr diesen Entschluss wirklich getroffen habt. Weil ja, es ist ja mutig, etwas, was man aufgebaut hat, über viele, viele Jahre dann wieder loszulassen. Ich glaube, das können nicht alle. Und es hängt so viel hinten dran. Absolut. Also es war ein sehr langer Prozess. Und das ging eigentlich los, also ich muss da ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Wir haben diese Unternehmen seit 1990. Ich hole mal ganz kurz auf meinem Stuhl herum. Hast du das wie immer gemacht? Ja, das machen wir jetzt auch. Ja, ich sitze auf den Beinen. Ich habe auch gerade die Beine untergeschlagen. Das mache ich eigentlich immer, schaut lustig aus. Ja, also 1990 kamen wir gerade zusammen im Januar und mein Mann hatte dann im April sein erstes Geschäft eröffnet. Der kam quasi schon mit dieser Idee in unsere Beziehung und wir haben das dann gemeinsam umgesetzt. Und erst war das so hauptsächlich seins und als wir dann 96 weitere Unternehmen in dem Bereich eröffnet haben, da sind wir dann nach München gegangen damit, da hatte ich mich dann hauptsächlich drum gekümmert. Also war vor Ort, habe die Mitarbeiter ausgebildet, mich um die Kunden gekümmert, die ganze Buchhaltung gemacht. Also alles, was halt so anfällt. Also da durfte mein innewohnender BWLer sich so richtig austoben. Und das hat großen, großen, großen Spaß gemacht. Und wir waren auch sehr erfolgreich damit. Bis ich schon, 2001, also eigentlich relativ schnell, ja, vor langer, langer Zeit, merkte, nee, das ist es nicht. Und aber dann waren da die hohen Investitionen und das musste sich alles irgendwie wieder reinspielen. Und und so war das ein Durchhalten und ein aber gleichzeitig im tieferen immer unglücklicher werden mit der Situation, weil ich doch gespürt habe, das ist nicht wirklich das, was ich permanent machen will. Ja, aber dann kam der Benjamin und dann und das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Phase, in der ich Mama war und in der ich ging voll in dieser Rolle auf. Eine neue Rolle. Du strahlst doch gerade über beide Ohren. Und und dann sich überlegen, die Zeit verrinnt ziemlich schnell. Ja, und dann 2014, 2015, da war ich dabei und ich habe das selbst gar nicht gemerkt, wirklich in eine tiefe Depression abzurutschen. Also so nach außen war immer alles super. Und ich habe mir das auch gar nicht, also ich habe nicht gewusst, dass ich eine Depression habe. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss echt was ändern. Ich muss was ändern, weil ich bin unglücklich. Ich verkümmere. Ich war wie so eine kleine vertrocknete Pflanze, die irgendwo in der Ecke steht. Und dann habe ich mich aufgemacht und diese Idee, die schwelte schon immer so im Hintergrund, so ich möchte Menschen helfen. Ich habe überlegt, will ich noch mal Medizin studieren? Nein, das dauert zu lang. Wie wäre es, wenn ich mit jungen Menschen was mache? Ich habe dann angefangen, noch mal Wirtschaftspädagogik zu studieren, habe das 3 Semester durchgehalten. Also neben meiner Tätigkeit, das war wirklich also hardcore. Ich habe gewusst, ich muss was verändern. Es war unglaublich viel, unglaublich dicht, viele Prüfungen, die ich da geschrieben habe. Und dann habe ich gemerkt, nein, das ist mir viel zu gegängelt. Das kann ich nicht. Ich möchte nicht mehr in dieses Schulsystem eingebunden sein. Es hatte sich auch seit meinem Studium der BWL bis in diese Zeit jetzt hier sehr viel verändert an der Art und Weise, wie man studiert. Es gab ganz viel Anwesenheitspflicht, viele Dinge, die man tun muss. Und da war ich viel zu frei dafür. Also das ging nicht mehr. Ich konnte mich da überhaupt nicht mehr einbinden. Ich habe dann also nach 3 Monaten gesagt, nee, es geht nicht.
Habe aber gemerkt, dass mir das Thema an sich sehr viel Spaß macht und gerade das Thema Schulpsychologie und so weiter. Und dann bin ich in die, dann habe ich durch einen Zufall hier in Rosenheim eine Schule entdeckt, die diese Heilpraktika-Ausbildung für Psychotherapie macht und habe mir die angeschaut. Und das hat mir nicht so zugesagt. Und eine Woche später bringt mir mein Mann von unserem Heilpraktiker, von unserem Homöopathen, eine Broschüre mit von einer Frau, die hier in Prien eine Ausbildungs-, ein Institut hat. Und dort habe ich dann angefangen, diese Ausbildung zu machen, dann abgeschlossen, meine Prüfung gemacht und ja, viel, viel, viel gelernt über mich und über die Menschen und über die Psyche und Geist und das Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele. Und ja, es ist toll. Es macht mir richtig, richtig Spaß. Ja, es ist schön. Ja. Und dann gehst du wieder auf wie eine Blume mit Sonnenlicht und Wasser. Ja, genau. super, super spannend. Wir hatten, glaube ich, auch im Gespräch, also ich komme deshalb dahin, weil letztendlich ist ja mein Podcast so ausgerichtet, dass wir auf der Suche nach der Quintessenz sind. Und ich interviewe ja auch Hochbetagte oder auch Hundertjährige, das hast du ja schon selber gehört, dass ihr ja momentan auch ein paar Erlebnisse hattet, die dann, ja, ich würde jetzt, die damit zusammenhängen, ja, mit euren Eltern oder mit der Lebenssituation und dass man Menschen beispielsweise auch gehen lassen sollte und ja, diese gesamte Veränderung auch mit einem älteren Menschen zu leben und was für Werte sie haben und was sie anderen mitgeben können. Jetzt hast du ja selber, ihr habt ja auch einen Sohn und magst du da mal kurz reingehen? In die Erlebnisse des letzten Jahres, meinst du? Die haben sehr viel verändert, ja. Nochmal. Also es ist schon ein großer Schritt gewesen, das auch nochmal, also für mich eigentlich weniger als jetzt für meinen Mann, der diese Vehemenz an mir nicht so kannte. Ich habe gesagt, wir müssen die Unternehmen jetzt verkaufen. Es hat lang gedauert, bis er dazu bereit war. Am Ende hat dann dazu geführt, dass leider im letzten Herbst Martins Papa verstorben ist, sehr plötzlich. Und der war ein Unternehmer, wie er im Buche steht, mit dem Herzen dabei und hat immer nur gearbeitet. Und eigentlich wäre jetzt die Zeit gewesen, wo er die Früchte seiner Arbeit ernten sollte. Und er ist einfach gestorben. Einfach von jetzt auf gleich. Und ja, und das hat sehr viel auch in unserer Denkweise verändert. Wie wollen wir leben? Wollen wir wirklich so weitermachen? Viel arbeiten die ganze Zeit, ein Unternehmen aufbauen, Mitarbeiter haben die Verantwortung für auch für die Kunden, das gut zu tun. Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen unser Leben anders gestalten. Wir wollen nochmal alle Möglichkeiten haben, die sich hier bieten in dieser Welt. Und Dinge sehen und lernen, die wir noch nicht gelernt haben. Und wir wollen nicht so angebunden sein. Und daraufhin haben wir die Studios verkauft. Daraufhin haben wir unser Haus verkauft. Wow. Und ja, ist immer noch sehr, sehr spannend, weil damit jetzt plötzlich sehr, sehr viel freier Raum entstanden ist, den wir jetzt neu füllen dürfen. Jeder für sich, gemeinsam, als Familie. Ja. Gibt es denn etwas, was... Ich gehe nochmal zurück zu deinem Schwiegerpapa. Und wenn du sagst, der war so ein herzzentrierter Unternehmer, hat aber immer nur gearbeitet, darf ich fragen, wie alt er geworden ist? Er war 78.
Und gibt es etwas, was du oder was ihr beide, also du und Martin, was ihr von ihm gelernt habt, wo ihr sagt, wow, das hat uns total inspiriert, das möchten wir auch gerne so machen, oder etwas, wo ihr sagt, nein, auf keinen Fall, das möchten wir gerne anders machen? Also, was ich von ihm gelernt habe, war erstens mal mit dem vollen Herzen bei dem zu sein, das du machst. Und er war immer, immer, immer für alle Menschen da. Also er hat alle unterstützt, so wie er konnte, und hat gegeben, gegeben, gegeben. Das war unglaublich. Also ich kenne keinen Menschen, der so offen war, der jeden auch in sein Haus aufgenommen hat, wie er. Also, und meine Schwiegermama natürlich, also beide. Ja, das war eine Herzlichkeit, eine Offenheit. Das ist etwas, was wir uns wirklich abgeschnitten haben. Ja, was wir da mitnehmen wollen, das, oder ich auch für mich mitnehmen will. Diese Offenheit, dieses Gefühl zu geben, ich bin für dich da. Wie ein Fels in der Brandung bin ich da und helfe dir, gegen diese Wellen anzukommen. Ja, das war einzigartig. Ja, schön. Und irgendetwas, wo ihr sagt, okay, das möchte ich auf jeden Fall anders machen? Ja, ganz wichtig zu erkennen, wann ist es Zeit, loszulassen? Wann ist es Zeit, sich für das Leben und nicht für die Arbeit zu entscheiden? Und selbst wenn das die Arbeit des Lebens ist, ja, wann ist es Zeit, ein bisschen zurückzutreten, ein bisschen langsamer zu machen und auch die anderen Dinge, die das Leben zu geben hat, wahrzunehmen und anzunehmen und mitzunehmen und reinzulassen und umzusetzen. Genau. Oh ja, ja. Da fällt mir glatt spontan das Buch ein von Bonnie Ware, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da ist ein Kapitel, ein Versäumnis, auch genau das, wo es darum geht, zu viel zu arbeiten. Ich wünschte, ich hätte nur nicht so viel gearbeitet. Ja. Wenn man vom Grund auf in seiner Unternehmung in deiner Arbeit so aufgeht und sein Leben lang das auch nur so kennt, ne, wie so eine Maschine immer weiter. Und ich meine, okay, es macht ja Spaß, aber man hat diesen Raum um sich herum komplett ausgeblendet. Ne? Ja. Und dann irgendwann wacht man auf. Genau. Ah, ja. Gänsehaut. Ja. Ja. Ein weiteres Ereignis gab es auch noch letztes Jahr, was mich persönlich sehr, 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 also dafür bin ich unglaublich dankbar. Meine Oma lebte ja hier bei uns in Prien in einem Pflegeheim und sie hat sich entschieden, nicht mehr essen und nicht mehr trinken zu wollen. Sie wollte sterben. Sie wollte einfach nicht mehr weiterleben. Meine Oma ist 93 geworden. Und als es dann soweit war, hat sie uns die große Gnade gegeben, dabei sein zu dürfen. Und Martin und Benjamin und ich waren dabei, als sie ging. Und es war so ein friedliches und so ein, ja, es war einfach nur friedlich. Es war ein, es war so besonders. Wir haben ihr die Hand gehalten und ja, das war nochmal. Sie hatte nicht nur glückliche Zeiten und sie war auch sehr unglücklich dort in diesem Pflegeheim, da hat sie sich nie wohl gefühlt. Das ging leider nicht mehr anders. Und sie dann aber in diesen letzten
Minuten, wo wir bei ihr waren, diese Veränderung auch in ihrem Gesicht zu sehen und dieses friedliche Gehen und dieses Loslassen, das war sehr, sehr, sehr bewegend, sehr besonders. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir da dabei sein durften. Das glaube ich, kann ich gerade total spüren. Danke, danke, dass du diesen Moment teilst gerade. Ja. Magst du kurz über sie erzählen? Weil es klingt gerade so, wow. Ja, meine Oma war echt mutig. Sie war nicht einfach. Meine Oma hatte echt Haare auf den Zähnen. Aber sie war wirklich, wirklich eine tolle Frau. Sie hat mit 50 ihren Mann verloren. Der ist in einem Unfall ums Leben gekommen. Und hatte für sie gesehen einen super glücklichen Job, Gott sei Dank. Sie hatte eine gute Rente, also sie hatte ein super Auskommen und hat dann angefangen, sie hat auch angefangen, meine Mama ein bisschen aufzuregen, weil sie fast immer da war an allen Wochenenden und das war manchmal schwierig, weil meine Mama auch eine sehr starke Frau ist. Und die sind, manchmal gab es da ziemliche Reibereien und die Frauen in meiner Linie, die sind alle etwas impulsiv. Voll gut. Das war manchmal sehr hitzig und aber trotzdem war meine Oma immer da für uns. Also ich habe noch zwei Schwestern und meine Oma, die war jedes Wochenende da, hat sich um uns gekümmert, hat uns unsere Lieblingszeitschriften mitgebracht, ist dann auch später, als meine Eltern nach Simbabwe ausgewandert sind, dorthin gefahren, war da oft Wochen oder Monate eine tolle Frau. Wow, passt ja perfekt zu dem Podcast allgemein, zu meiner Arbeit, weil das bestätigt jetzt nochmal, dass dieses Miteinanderleben unterschiedliche Generationen, dass das so wertvoll ist. Dies war Teil 1. In der nächsten Quint.de Podcast-Folge geht es weiter.